Entschuldigung für dieses Aussehen. Ich war draußen mit dem Hund. Das hatte ich ja vorhin schon geschrieben in der Story. Aber ich wollte mit euch noch was auspacken. Klein, aber fein. Und wer als erstes hier zuschaut, herzlich willkommen. Ich bin Josephine, unabhängige Sensi-Beraterin. Hier geht es um Raumdüfte, um elektrische Duftlampen. Hier oben steht zum Beispiel eine. Und viele Sachen mehr, wo wir auch im Angebot haben. Ist wirklich ein Mini-Paket, ganz, ganz klein. Das wollte ich mit euch zusammen auspacken. Und wie immer habe ich nichts zum Aufmachen bei mir. Aber ich sitze am Schreibtisch. Mein Mann hat immer Werkzeug da. Da geht auch irgendwas, wenn man vorher blasenfrei drauf machen möchte. Irgendwas findet man immer. Und deswegen so auch. Ja. Was habe ich bestellt? Was ganz Kleines, Minimales. Ich habe auch was bestellt, was ich schon mal bestellt habe. Also da gehen wir dann, die Videos habe ich schon abgedreht von den Düften, aber bis nur beim trotzdem nochmal an. Ist alles dabei? Ja. Ihr bekommt einen Lieferschein dazu und ich wollte es mal euch zeigen. Hier hinten seht ihr Zahlen. Und die 1 Order, wie viel ihr geordert habt, die 2 Shipping, Ship ist, was drin ist, und B-O heißt, wird nachgeliefert. Kann auch mal passieren, dass zu schnell gepickt worden ist und nicht nachgelegt worden ist und dann nochmal späteren Zeitpunkt nachgeliefert. Es wird immer sehr gut verpackt und mehr Papier manchmal als Ware, gebe ich ehrlich zu, aber dafür ordentlich sicher verpackt. Wir wissen, wie unsere Paketfahrer manchmal umgehen, wir können es auch ein bisschen verstehen, hier haben wir auch Zeit. Wir fangen an, schnell und kurz. Anfangen habe ich eine Handseife aus der Schatztruhe. Ich liebe ja unsere Handseifen. Ich habe noch von Mitte eine und eine vom letzten Sommer. Und ich brauche jetzt was anderes und ich liebe diesen Duft. Aber die Handseife Coconut Daiquiri kostet in der Schatztruhe, normalerweise kostet die 12,75 €, nur 7,65 €. Und da kann man sich mal eine wieder gönnen. Dann ergiebe ich, habe schon die eine jetzt 4 Monate, die andere habe ich 1 Monat in Betrieb. Ich habe zwischendurch gedacht, ich möchte was anderes haben. Dann kommen wir noch mal zu den Wachsen. Ja, ihr seht, von den Farben sind sie wieder blau. Und das heißt meistens frische Düfte. Ja, es sind Just Keep Swimming, wo ich mir noch mal bestellt hatte. Und mir das dann aufgefallen ist, wie ich dann durch ausgepackt habe. Der Olaf, den habe ich aktuell im Badezimmer auch. Ich finde den so schön. Ich muss mal gleich mal dran schnuppern. Und minzig, weidig. Oh, geil. Geiler Duft. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt nochmal als Backup da habe. The Nose Course Frozen. Auch so ein schöner, blumiger Duft. Da muss ich nochmal in die Duftbeschreibung reingucken. Ich habe sie euch erzählt. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich auch die Düfte hinterlassen, die ich schon getestet habe. Den Duft des Monats Februar habe ich auch schon getestet. Den habe ich gerade nochmal laufen, weil die eine Note mir so komisch vorkam. Und jetzt. Also, wir haben Beere, wir haben Grapefruit. Wir haben Maiklöckchen. Also gehört zur frischen Kategorie. Das wäre ein. Ich finde den aber. Und ihr habt Meeresluft drin. Und ich finde den sowas von schön. Oh, lieb ich. Und Just Keep Swimming ist so mehr so Meeresduft, finde ich. Oh. Der ist aus dem Bring Back My Bath. Und der hat was Meeriges.
Also, ich finde mehr am See und die salzige. Oh. Ihr seht, ich schwärme schon. Das ist ein Bring Back. Das heißen die nicht mehr Welcome Back Bars. Aber das ist einfach ein schöner Duft. Blaue Meeresgicht, Gurkenwasser und bisschen hölzernes Treibholz, auch schöner Duft. Kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich mir was aus der Schatztruhe gegönnt. Das haben wir als erstes Mal. Also zu den Wachsen bis zu 120 Stunden Dufterlebnis, wenn die Lampe an ist. Jeder nimmt unterschiedlich Düfte stark oder nicht so stark wahr. Das sind jetzt so ein bisschen, ja, das ist Momalo. Das sind so ein bisschen leichtere Düfte für mich persönlich. Könnten persönlich mehr Wumms haben, aber jeder hat einen anderen Geschmack. Und das ist das Schöne bei Sensi. Wir haben über 80 verschiedene Düfte. Holzig, Zitrus, USW. Außer Duftlampen haben wir ja auch noch Körperpflege, Wäschemittel, wo ich persönlich nicht so der Fan bin ich, das gebe ich ehrlich zu. Die Reinigungsmittel finde ich super. Kabellose Produkte wie eine Duftblume, wo schön dekorativ ist. Mini-Ventilatoren, das heißt, ihr habt keine Glühbirne oder Dings. Ihr habt die Möglichkeit per USB oder nur in der Steckdose. Also viel, viel, viel mehr. Und das werde ich so nach und nach wieder ein bisschen hier aufrollen. Ich habe mal was aus der Valentinstag-Kollektion gestellt. Deswegen müssen wir in die Valentinskarten-Kollektion. Da haben wir auch Mini-Duftlampen. Eine Kollektion mit drei Düften, mit Bars. Eine große Duftblume, das sind diesmal drei Duftblumen zusammen in einem größeren Gefäß. Die Duftblumen sind aus Sandelholz gemacht und halten lange, lange, lange. Müssen wir auch demnächst wieder aufgebraucht machen. Meine ist nämlich langsam leer gegangen. Brauche ich auch demnächst eine neue Mini-Duftlampe. Und ich sehe, was ich bestellt habe, ist ausverkauft. Und das gab es noch nicht bei Sensi, dieses Produkt. Das ist nämlich, ich tue nämlich wegen der Duftbeschreibung, aber den Duft gibt es noch. Den Sensi Clip Herzanhänger mit Duft in Simply Sense. Und schaut euch erstmal diese Verpackung. Also kümmern wir mal über die Verpackung. Ich habe mir ganz was anderes vorgestellt. Nicht so Gefäß, sondern es kann einfach. Aber es ist so schön. Ich liebe unsere Verpackung. Weil da auch unsere Sensi-Clips drin sind, zum Beispiel, möchte ich nur sagen. Ich verwende die immer noch weiter. Auch wenn ich meine Sensi-Clips überall verteilt habe. Ui. Das sieht plüschig aus. Das sieht plüschig aus. Und das soll ein Herzanhänger. Och, wie geil. Ich wollte den. Schaut mal. Schaut mal, wie plüschig. Ich habe gedacht, ich tue den Anschlüssel Anhänger machen. Aber an meine Karte machen in der Arbeit. Ich habe mir das Herz kleiner vorgestellt. Guck mal. Wie groß ist es? So wie die Handfläche. Ey, was brummelst denn du wieder? Das war mein Hund. Guck mal, mit einer schönen Bastelkügelchen dran. Und ein Sensi-Herz. Oh, wie süß. Und richtig flauschig. Und er hat auch einen schönen, schönen Haken dran. Den zeige ich mal. Oh, schönen Kabasahina-Haken. Oh. Ich bin fasziniert. Ja, was steht drauf? Wir gucken mal. 20 Zentimeter, das kommt ja hin. Aber so riesig? Also kann ich ja ein Auge verdecken. Oh. Und Simply Test, das ist. Wir gehen mal in den Ohr.
Note von Sandelholz, üppigen Grün, frischen tropischen Früchten zum Geltung. Hallo! Also, ich nehme Mengt nur dieses tropische Früchte wahr. So ein bisschen was Grünes. Ja, ein bisschen Holz haben. Oh ja, das ist schön, der Duft. Ui. Der ist schön für die Frühlingszeit jetzt, für den Anfang. Oh, ich muss nur meine Kollektion gucken. Ich muss nur meine Kollektion, welcher Duft das ist. Welcher das ist. Simplizess ist, wenn ihr auf der meiner Webseite seid, josephine.sensi.de. Videobeschreibung ist es verlinkt und auf Instagram habe ich die Seite auf meiner in meiner Bio gespeichert. Also, ich bin fasziniert. Ich habe gedacht, das ist ein Schlüsselanhänger. Aber so ein Ding, wo soll ich denn das hinhängen? Ich glaube, ich nehme euch jetzt mal mit. Zu meinem Schlüssel. Das ist doch zu dick für meinen Schlüssel. Ich wollte das an meine Karte hängen. An meiner Arbeitskarte. Das kriege ich schon in meine Hosentasche. Jetzt haben wir ein Problem. Wohin mit? Ich habe gedacht, das ist ein Schlüsselanhänger. Weil da steht ja auch Herzanhänger. Ja, Anhänger ist es. Wo tue ich den nur hinhängen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wo ich den hinhängen soll. Also, der ist leider ausverkauft, der Anhänger. Aber wunderschön. Wunderschön. Achso, das muss ich euch auch erzählen. Meine Kollegin, Arbeitskollegin, da mache ich noch die Bestellung fertig. Muss ich dann auch machen. hat sich ja Stitch und Angel aus der Schatztruhe mitbestellt. Die ersten Sensi-Produkte von ihr. Und sie ist jetzt schon hellauf begeistert. Von der Qualität und so weiter. Und Stitch gibt es noch. Ich weiß nicht, Angel gibt es auch noch. Ich habe auch noch den Sensi-Buddy. Pity Buddy habe ich ja auch noch. Die muss ich auch noch ins Auto tun. Es ist schon ein Dufterlebnis. Aber wenn das noch? Wohin mit? Schreibt es mir in die Kommentare. Der muss irgendwo hin. Der ist rosa. Es ist nicht eigentlich mein. Und die Schnalle. Das ist so Seegold. Das ist so Seegold. Sieht das aus? Oh. Mega. So, wir haben es geschafft. Mini-Bestellung, was ich mir bestellt habe, für euch zu zeigen. In diesem Sinne, ich tue dich gleich wieder einpacken. Ich muss sie in der Arbeitstasche machen. Ich komme da jetzt nicht weg. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag. Wir sehen uns demnächst wieder. Duft des Monats Februar werde ich euch noch vorstellen. Läuft nochmal ein Test. Und ja, wie gesagt, macht's erstmal gut. Ciao, ciao.